So, und damit herzlich willkommen zurück bei Shadow Warrior. Das ist die vierte Folge und das vierte Level. So. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Sieht ja so nach so einem Dojo-Level aus. Okay, gut, okay. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon. Ich will mal E drücken, aber das ist ja eine falsche Taste, das ist ja nicht benutzen. So, Munition haben wir für die Uzi hier noch. Leben ist auch voll. Gehen wir mal da hoch. Irgendwas macht ja noch Krach. Oh. Okay. Okay, jetzt ist irgendwas getan. Aber ich weiß nicht wo. Ah, meine Schießkünste sind heute nicht an sich. Ich wüsste nicht, wo man da lachen sollte. Oh. Okay. Hier komme ich nicht ran. Dann gehen wir mal. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Okay, ob die morgens schlüssel. Hier pfeift der Wind. Natürlich, hier komme ich her. So, ne, dann muss es ja irgendwo hier oben nicht noch irgendwie weitergehen. Hier war der komische Knopf. Aber ich weiß schwer nicht, was dieser blöde Knopf bewirkt hat. Kann man noch nicht so wirklich erkennen. Da drin ist irgendwie ein Knopf gewesen. Kann ich da anschießen? Nein, leider nicht. Gut. Dann gucken wir mal. Ach ja, okay. Naja, das wusste ich selbstverständlich noch. Nee, mein Spaß. Du hast auch geraten. Und jetzt guck mal, ob ich da oben rankomme. Ah ja. Nice. Den Bronze Meisterschlüssel. Okay, ich höre noch die Kleider. Nö. Doch nicht. Naja. Kurz wieder speichern. Meine Kumpels sind auch wieder da. Okay, der hat keinen Bock. Gucken, wo die rein geht. Oh. Oh. Let that be only one. Hier brauche ich den goldenen Schlüssel zu. Da komme ich nicht weiter. Oh. Ist hier? Schrotmunition. Gucken, ob ich von hier darüber kann. Nein. Na gut. Eigentlich könnte ich im Anschluss von dem Let's Play hier eigentlich mal Duke Nukem 3D spielen. Oder Blood wäre auch noch so eine Alternative. Blood ist auch ein initiiertes Spiel von, ich weiß nicht, 96, 95. Hallo. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Spiel. Habe ich damals auch relativ oft gespielt. So. Na? Blatt kriegt man eigentlich heutzutage nur noch über Good Old Games. Wenn man eigentlich mal guckt, ich glaube 6 Euro oder allerhöchstens 9. Und wieso? In dem Dreh kostet das heutzutage noch. Da gibt es auch einen zweiten Teil von, aber den fand ich ziemlich scheiße. Der hat mir nicht so viel Spaß gemacht. So. Hier können wir rein. Ja, mal schauen.
That's a personal weapon. Ancient Chinese secret. Hi. Oh, ja. Okay. Sieht hier schon mal sehr gemütlich aus. Sieht ein bisschen wie eine Falle aus. Medikit. Okay, nicht passiert. Nice. Was hier? Du hast Enter. Okay, zu spät. Kawabunga. Na gut, ich bin ja nicht eingetreten, sondern durch die Tür ausgetreten. Von daher alles in Ordnung. So. Wer ist hier? Ach. Ah, komm. Dann gucken wir mal, ich glaube hier ging's lang. Da brauchte ich den Schlüssel für. Ach komm. Keine Raketen mehr. Wie wenn die Ultima ist schon relativ schnell, ja. Oh, ich bin wie immer die schnellen Raketenwerfer. So. Kleine Dorf. Komische Spinze. Rosa. Da haben wir einen. So. Noch mehr Schulkins. Bisschen Medikits. Brauch ich zum Glück nicht. Bitte was? Hallo? Der macht sich nicht mehr unsichtbar. Sind Raketen. Sehr gut. Hier hinter. Schrotflinte. Medikette und Uzi. So. Gucken wir mal hier. Oh, noch. Ancient Chinese Secret. Eine Weste. Hier ging es nicht mehr weiter. Gucken wir mal. Hier war ich gerade, ja, oder? Ja, du? Ein Haus ohne Eingang. Oh, komisch. Ist da vielleicht ein Sieger runter? Nö. Das Haus hat halt Fenster, aber keine Tür nicht eingebaut. Macht Sinn. Hier ist ein Brunnen. Granate war. Im Wald muss ich ja wieder aufpassen, nicht, dass mich irgend so ein wilder Irrer wegsprengt. So wie in der zweiten Mission. Und hier könnt ihr gerinnen, aber ich guck erstmal bei der Tür. Ah ja. Hier brauche ich den roten Schlüssel. Ah, ne. Ah. Kurz Sushi zubereiten. Was noch? Oh, muss ich meine Luft aufpassen. Hier drin? Nichts? Ah, okay. Den roten Schlüssel. Gut, da den Chamber muss ich ja noch irgendwo anders anwenden können. Gucken wir mal nach, wo das sein könnte. Ah. Okay. Ah ja, hier. Kurz speichern. Kann ich schon? Der hat da auch Raketen. Hallo? Kann ich schon gar nicht die Fäuste los. Werde ich den mal nachholen. Nice. So. Habe ich hier noch?
200 Schuss für die Uzi ist irgendwie ein bisschen wenig, also die kann man schnell verballern. Aber naja. Shin 6 Forest Fresh Rabbit Farm. Nice. Ah. Honey Labbits. Ja, Hasen. Push in the bush there, Rabbit. Aha. Ist aber nicht jungfrei hier. So, ja. Oh, schau mal. So. Da ihr habt einen Satz warm Ohren. So. Nehmen wir mal die Uzi. Hier ist der Glückskeks, den werde ich aber noch nicht nehmen, weil der Glückskeks kann meine Gesundheit über 100 erhöhen, aber da ich jetzt nur 30 habe, werde ich das erstmal ungünstig. Ich könnte jetzt mein Medikit benutzen, aber das will ich jetzt auch nicht so unbedingt. Hier liegen ja noch ein paar rum. Hallo? Jetzt will ich nicht rennen. Nö. Das hier auch nichts. Hier ist ein komisches Haus. Ich die eventuell aufspringen kann. Aber hier ist nicht so eine Markierung, dass man halt aufspringen könnte. Ich glaube, auch nach dem Let's Play, was ich ja bis vorhin schon erwähnt habe, dass ich dann einfach nochmal Duke Nukem 3D hochspielen werde. Da gibt es ja auch auf Steam die Megaton Edition, die werde ich mir mal zulegen und dann auch mal ein bisschen Let's Play. Vielleicht irgendwie noch irgendwelche kleinen Erweiterungen, die ich noch nicht kenne, und da würde ich mal gespannt, wie die so sind. Das ist jetzt einer der Stellen, die ich meinte, dass man jetzt in dem Level unbedingt hier das Fahrzeug braucht, weil da kann man, glaube ich, die Wand hier sprengen. Aber das werde ich erstmal auch noch nicht machen. Oh, hier gibt es ein tragbares Medikit. Dann kann ich mir jetzt in Ruhe erstmal den Glückskeks reinpfeifen. Der war nämlich hier. Okay, da ist viel Tod in der Zukunft. Nun gut. Fahren wir mal eine Runde, ne? Eine Runde Panzer fahren. Call me Mr. Fixen. Holy cow. Meine? Ah ja. Dachte schon, würde nicht funktionieren. You look like a stupid. Batman? This is a tournament. This is for real. So, soviel zum Thema Panzerfahren. Hier kann ich noch aufspringen, glaube ich. Erstmal schicke ich hier in die Umgebung. Oh, noch ein Glückskeks. Dann gucken wir mal. Da ist oder was? Ich kurz speichern. Sticky Bombs. Ne, doch nicht. 40 mm noch. Oh. Ripper Valley. Da gehen wir mal rein. So, jetzt ist erstmal. Oh! Ripperheart! Ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Waffe macht, aber ich glaube, damit kann ich halt Gegnern irgendwie so Schaden zufügen, indem ich da auf das Herz drücke. Auswählen. Wieder rauskommen. Oh ja. Oh.
Nein, Feuer frei. Scheiße. Das war nicht so gut. Okay. Na gut. Ist ja nicht allzu lange her. Vergessen, dass die dann doch so mächtig waren. Muss man die Bienen abschießen? Ja, nicht. Gasbombe. Die ist eigentlich auch sehr gut jetzt für die, weil da waren ja doch eine Menge Ripper drin. Aber jetzt habe ich leider das Herz nicht mehr. Moment. So. Jetzt habe ich vergessen, wie die Taste war für Gegenstände benutzen. Ich glaube C. Oh. So, und warten wir mal ab, bis sich das Problem von alleine gelöst hat. Mit Schlange. Ja. Nee. Okay. Oh. Oh, ein bisschen nervös halt. So, na gut. Hallo. Ich werde mal kurz gucken. Ein bisschen Musik anmachen. Das hat man, glaube ich, in meinen ersten paar Teilen nicht gehört, so richtig die Musik. Die ist immer noch recht leise. Finde ich. Ja, so passt schon. Oder? Doch, wir haben es zu laut. Ach, falsche Menü. Also ist okay. Ich hab's Fäuste. Hier konnte man irgendwo runtertauchen, das weiß ich noch. Ancient Chinese Secret. So. Irgendwo hier konnte ich doch nicht. Na gut. Okay. Komm wieder rüber. Nö. Doch. Hat meine hier konnte ich irgendwo runtertauchen. Irgendwo. Naja. Dann hatte ich es dann doch anders in Erinnerung. So. Weil ich muss da hoch. Okay. So, hier gibt es den fliegenden Teppich. Erstmal liegt mir die Granaten. Die Granatwerfer habe ich doch gar nicht benutzt. Fällt mir rein. Könnte ich aber bei Gelegenheit mal nachholen. Oh, und ab jetzt. Da war der Teppich gerade durchsichtig. Oh. Oh. Hey, who flying this thing anyway? Keiner weiß es. Oh. Bitte. Hier gibt's einen Gong. Ich glaube, hier hätte ich abspringen sollen. Aber dann nichts mit Gelegenheit. Das Ding fliegt nämlich irgendwann gleich in die Lava rein. Au. So. Oder fliegt zurück. Naja. Hier gibt's noch. Oh ja. So ein bisschen aufpassen mit Sprengstoff. Oh ja. Dann machen wir es kaputt. Oh, da hat sich Shepard. Oh, tragbares Medikit. Oh, das war laut. Oha! She's ready to last doom. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass ich das Ziegel hier ab. Naja. So, auf den Gong habe ich schon gedrückt. Hast du gerade gemacht?
Vielleicht muss ich doch mit den Teppichen weiterfliegen. Glaube ja. Na gut, irgendwann muss er nochmal zurückkommen. Ah, da kommt er schon. Ja, komm. Hüpf. Nice. Level war dann doch größer als ich dachte. Ich glaube, da oben war auch ein Secret, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hinspringen. Hier ist das zwei Teppiche. Na gut. Ach, die Szene. Ja, da kann ich mich noch überhaupt daran erinnern. Jetzt muss man irgendwelche, ich weiß nicht, ob das hier schon war, da muss man irgendwelche Säulen hin und her schieben. Muss dann darüber springen. Hi. Oh, Sprinter Personality. Leuchtende Pilze. Was? Einfach so weg. Schade. Hier ist wieder so ein großer Ripper. Zwei sogar. Ja. Okay. Mal gucken, ob ich es noch hinbekomme. Der macht. Ach so kann ich stellen. Gut. Sind da ein. Ja, vielleicht hat's recht. Aber da konnte man daneben erst, glaube ich, zu der Secret. Da werde ich erstmal hin. Ja, reicht. Den ein bisschen weiter dahin und das sollte eigentlich erstmal genügen. So. Noch mehr Granaten. Von dem Granatwerfer, den ich noch nicht benutzt habe. Oh, doch, der hat ja recht. Nice. Hier gibt's Thron und einen Knopf. Und eine Rakete. Kawabunga. Hier musste ich scheinbar sogar. Okay, ich dachte, das wäre erstmal was ein Secret. Na gut. Dann wieder zurück. Und. Oh, Scheiße. Nichts passiert. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, und zwar... Oh, ne. Gucken wir mal, ob wir von hier aus überhaupt zurückkommen. Oh. Ich weiß ja nicht, was da immer passiert. Scheiße, meine Fresse. Ich muss es spät abspringen. Und, ne. Dann muss ich den noch mal leider ein bisschen verschieben. Von der hier, glaube ich. Nur ein kleines Stück. So, hier. Jetzt reicht es aber. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir hoch darüber kommen, ja. Ach so. So. Eigentlich mag ich ja so eine Sprung in langen Spielen nicht, aber bei dem Spiel hält sich in Grenzen, das ist nicht ganz so schlimm. Und später nehmen die auch ab, also das ist jetzt mal eine Ausnahme, dass es hier so einen Abschnitt gibt. Reicht da? Schauen wir mal nach. So, und Sprung. Gut, wenn der unten ist, springt er rüber. Oh, doch, der war knapp. So, geschafft. Sword, that's a personal weapon. Granaten, Schrott, Munition, das sind Glückskeks. Oh, diesmal habe ich nicht gewonnen. Da runterspringen? Sterbiger. Nun gut.
Ja, okay. Und da ist schon der erste Bossgegner. Oh, es. Oh. War schon? So, nach dem Bosskampf ist das Spiel ein paar Mal abgestürzt, aber ich habe es jetzt mal ohne Aufnahme zu Ende gebracht. Das ist jetzt nicht weiter passiert. Bis auf das Video wollte man da kurz sehen mit dem Schlangenmensch, der sich dann verpisst hat. Ja, aber ansonsten, das war dann zu dem Level. Und ich denke mal, das nächste Level gibt es dann in der nächsten Episode von Shadow Warrior Classic Redux. Bis dann.